Ja, Internet, hier ist Alex. Sehr geil, dass ihr da seid. Und ich habe heute einen kleinen, aber extrem mächtigen Tipp für euch. Und zwar, ihr wisst ja, ich mache diese Videos umsonst. Das macht mir Spaß, ich beantworte hier eure Fragen. Aber das ist der Teil von meiner Seite, die ich umsonst mache. Meine Coachings sind nicht umsonst. Diese Videos mache ich gerne umsonst. Gebe ich gerne frei raus, diesen Content. So, aber da wir heute in Zeitalter sind, wo im Internet man kann mit einem Fingerklick sich so viele Videos reinziehen, so viele Bücher runterladen, so viele Artikel im Internet durchlesen, dass man von Informationen komplett überwältigt wird und man weiß, die ganze Information nicht wirklich wertzuschätzen, weil alles von einem Fingerschnipp einfach umsonst zu haben ist. So, und dann kann man auch gerne mal in die Falle rutschen, dass irgendwie beim Essen oder so nebenbei einfach, sei es jetzt meine Videos oder von irgendjemand anderem, einfach am Laufen habt. Und ihr hört ein bisschen zu, lernt auch ein bisschen daraus, denkt euch, oh cool, gucke ich mir noch eins, und macht so Binge-Watching, dass ihr irgendwie so 10 Videos auf einmal guckt. Natürlich habt ihr ein bisschen was gelernt. Vielleicht implementiert ihr auch ein bisschen davon, wendet das Ganze in eurem Leben an. Aber es ist so, dass ihr die Informationen nicht so wirklich wertschätzen könnt, weil ihr nichts dafür bezahlt habt. Es ist einfach so, es ist einfach da. Es ist einfach so, ja, natürlich ist das da. Huch. So, und dann kann man schnell diese Falle rutschen, dass man das Ganze nicht wertschätzt, die Informationen nicht so sehr aufnimmt, wie man sie aufnehmen könnte und einfach so, ja, so sich davon ein bisschen beschallen lässt, dass man davor sitzt, einfach die Videos durchguckt. So, der kleine Trick dabei ist, stellt euch vor, ihr würdet für jedes dieser Videos, was ihr hier guckt, sei es auf meinem Channel oder auf einem anderen Channel oder irgendeinem Forum oder was auch immer, 100 Euro bezahlen, vielleicht sogar 1000 Euro. Wie sehr würdet ihr dieses Video dann studieren? Wenn ihr wüsstet, okay, ich habe hier 100 Euro gerade bezahlt, um dieses 5- oder 10-minütige Video zu schauen und die Infos, die Alex mir gibt, sind so und so viel wert. Wie würdet ihr dann dieses Video studieren? Würdet ihr euch vielleicht Notizen machen? Würdet ihr es zweimal gucken oder dreimal? Würdet ihr es unter Favoriten abspeichern? Würdet ihr darüber nachdenken oder würdet ihr einfach nur gucken und sagen, ja cool, und weitergehen? Nee, natürlich würdet ihr das Ganze sehr viel genauer studieren. Ihr würdet euch ein bisschen mehr Zeit nehmen, über den Content nachdenken, die Informationen, gucken, wie ihr das Ganze selber anwenden könnt, wie das auf euer Leben zutrifft. Und was genau ihr damit machen könnt. So, und das ist so ein kleiner Trick, den ihr mit eurem Kopf spielen könnt, um diese Informationen sehr viel besser aufzunehmen, sehr viel leichter. Weil ich wirklich denke, oh wow, das hat mich jetzt so und viel gekostet, ich passe besser auf. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, sich das selber abzukaufen, nur wegen, naja, du hast jetzt 100 Euro dafür bezahlt. Hat mir auch schwer gefallen, aber ihr wisst, wie alles, Übungssache. Macht es einfach für die nächsten 5 bis 7 Tage, dass ihr euch vor jedem Video, was ihr euch hier anguckt, auf meinem Channel oder auf einem anderen Channel, sagt, okay, das Ganze hat mich jetzt 100 Euro gekostet, vielleicht sogar 1000, je nachdem, wie streng ihr mit euch sein wollt. Also passe ich besser auf und nehme die Informationen auf, denke darüber nach, mache sie ein Teil von mir und implementiere sie auch direkt, wende sie an. Cool. Das ist mein kleiner Tipp für heute. Ich würde sagen, Daumen hoch, Daumen runter, teilt das Video, addet mich bei Facebook, schreibt mit mir. Ist einfacher als E-Mail. Ich habe den Link in der Beschreibungsbox, genauso wie den Link zu Coaching-Anfragen und ihr findet auch hier unten den Link zum Abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ciao. Nummer 1. Erzählt so vielen Leuten wirklich davon. Da habt ihr ein bisschen Druck von außen. Es ist immer gut, die intrinsische Motivation zu haben. Müsst ihr ja haben. Wenn ihr das Ziel erreichen wollt, müsst ihr die intrinsische Motivation haben. Also das soll von euch selber kommen. Aber dann schiebt das Ganze auch noch.